Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 12. April. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe auch heute wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet. Wir starten bei Instagram, Samsung, Sony, AMD, Windows, Google und Bandai. Wir beginnen bei Instagram. Dort gibt es eine Neuerung, was den Messenger betrifft. Bisher gab es ja auch dort schon quasi flüchtige Fotos und Videos, das heißt Fotos und Videos, die sich von alleine wieder gelöscht haben. Jetzt wurde das Ganze quasi in den Messenger integriert. Vorher gab es das auch schon, aber getrennt in einer Ansicht. Jetzt wird beides in eine gemeinsame Ansicht integriert. Dadurch erwartet man sich noch flüssigeres und eben ungetrenntes Messaging quasi. Wir kommen zu Samsung und Samsung hat entschieden bzw. bekannt gegeben, keine Digitalkameras mehr vorstellen zu wollen. Wenn man sich den Markt anschaut, kein großes Wunder, 2010 wurden noch 108 Millionen Kameras verkauft, 2016 waren es nur noch 11. Dementsprechend, ja, nicht ganz verwunderlich, dass sich Samsung aus dem Geschäft zurückzieht. Eigentlich schade, ich habe auch noch eine Samsung Digitalkamera, die ich eigentlich sehr mochte. Wir bleiben bei Samsung, aber da jetzt in einem neuen Segment, wo sie sich neu betätigen möchten. Samsung hat auf einer Kinomesse, der CinemaCon 2017 in Las Vegas, selbstleuchtende Leinwände quasi vorgestellt. Im Endeffekt sind das 4K-Paneele, die auch über HDR verfügen. Ja, quasi große Paneele, die man zu einem riesengroßen Fernseher verschrauben kann. Dementsprechend quasi Kinos ohne eine Leinwand und ohne eine Projektion ermöglichen sollen, mit dennoch extrem gestochen scharfem Bild, was ich ja insofern einen sehr logischen Schritt halte. Bin gespannt, ob wir sowas denn dann mal auch bald tatsächlich im Kino sehen. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Kinofreund. Wir kommen zu Sony und Sony hat ja gestern, wir hatten das in der Daily, quasi bekannt gegeben, dass sie sich gerne auf Zukunftstechnologien stützen würden und Smartphones ein bisschen nebenher laufen lassen, nur noch quasi. Und heute gab es eine neue Ankündigung. Gemeinsam mit dem Unternehmen E-Ink will man weiter wieder auf E-Ink-Displays bzw. Reader setzen. Dazu soll jetzt ein neuer 13,3 Zoll großer Reader mit einer beachtlichen Auflösung von 2200x1650 Pixeln veröffentlicht werden. Ja, wenn man sich allerdings den Rest anschaut, eher ein schwaches Gerät soll 700 Euro kosten und nur PDF-Dateien anzeigen können. Für wen das Ganze geeignet sein soll, weiß ich nicht. Trotz allem geht man eben mit E-Ink ein neues Joint Venture ein und möchte damit neue Bereiche erschließen mit diesen E-Ink Displays und Readern, offensichtlich im Businessbereich. Wir kommen zu AMD und dort sorgte der Ryzen, der neue Prozessor von AMD, durchaus für Furore. Jetzt seit heute steht auch der Ryzen 5 zum Verkauf bereit. Im Endeffekt 4 und 6 Kerne, die vor allem flüssige Gaming-Erfahrung ermöglichen sollen, sich jetzt also vor allem an Gamer richten und eben genauso wie der Ryzen 7 entsprechend größere Leistung bei kleinerem Geld im Vergleich zu den passenden Intel-Prozessoren liefern soll. Die ersten Benchmark-Ergebnisse sind ganz gut, bleibt abzuwarten, wie sich die Prozessoren dann final auch verkaufen. Wir kommen zu Windows und da eine sehr traurige Nachricht, quasi ein Untoter. Windows Vista, heute am 11. April, wurde der Support für Windows Vista eingestellt. Über 10 Jahre wurde das Betriebssystem jetzt supported, Ende Januar 2007 ist es erschienen. War ein relativ unbeliebtes Betriebssystem, hat zwar sehr viele neue Dinge eingeführt, war aber wegen der Stabilität nicht besonders beliebt. Seit heute ist mit Windows Vista, zumindest aus Sicht des Supports, offiziell Ende. Ja, ein Windows stirbt, ein anderes kommt mehr oder minder auf die Welt. Wie bereits angekündigt, seit heute steht auch das Windows 10 Creators Update zum Download verfügbar. Also korrigiere mich ein wenig. Zum Download steht sie schon länger verfügbar, halt als ISO-Datei, das hatte ich auch schon in der Daily. Aber in dem Fall kann sie doch ganz normal über Windows Update heruntergeladen werden, ohne dass man sich extra noch eine Datei aus dem Internet laden muss. Wann ihr updaten wollt, könnt ihr frei entscheiden, es wird euch nicht quasi aufgedrückt. Das heißt, ihr habt Zeit dann umzusteigen, wenn ihr mögt. Gleich ein kleiner Hinweis, auch bei mir war das der Fall, das dauert schon so seine Zeit. Heißt, wenn man dringend noch etwas erledigen will, sollte man vielleicht kein Update machen. So, je nach Rechner, gute Stunde bis zwei sollte man dafür schon einräumen. Wir kommen zu Google. Und Google, so wir waren ja schon ein bisschen bei Untoten, hat da mehrere untote Messenger meiner Meinung nach herumliegen. Einer davon ist Google Duo, wurde erst letztes Jahr angekündigt. Die sollten eben, also diese App soll quasi Anrufe mehr oder minder ermöglichen. Also einerseits Videochats, andererseits aber auch Audiochats. Was die Audiochats betraf, die Audioanrufe oder Calls, war ein bisschen still um das ganze Thema. Das ist jetzt vor kurzem dann gestartet, vorerst war nur in Brasilien. Seit heute ist dieses Feature aber jetzt auch weltweit verfügbar und sowohl in Android als auch dann für iOS bald.
Wir bleiben bei Google, kommen dort zu Google Home, dem Sprachassistenten von Google, und der ermöglicht, soll jetzt bald zumindest die Möglichkeit haben, mehrere Benutzeraccounts einzubinden. Bedeutet das also nicht nur, dass mehrere Nutzer mit dem sprechen können, sondern dass ich auch mehrere Google-Accounts damit verknüpfen kann, durchaus ein spannendes Feature. Allein anhand der Stimme soll er dann möglich sein, quasi die Benutzeraccounts zuzuordnen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, trage etwas in meinen Kalender ein, landet es im richtigen Kalender. Wenn meine Frau sagen würde, trage etwas in meinen Kalender ein, landet es dann entsprechend in ihren Kalender. Zuletzt eine kleine Retro-Gaming-News. Bandai legt den Tamagotchi neu auf. Vor 20 Jahren wurde der Tamagotchi eingeführt, jetzt gibt es eben quasi so eine kleine Retro-Welle für 2000 Yen, das sind umgerechnet 17 Euro, kann man den ja quasi alten, neu aufgelegten Tamagotchi bekommen. Wie immer alles im Endeffekt in Schwarz-Weiß bzw. Graustufen und das ganze Gerät ist auf 6 Tiere begrenzt. Da gibt es im Nachbau schon Geräte mit wesentlich mehr Tieren, aber naja, original ist original. In dem Sinne, das war's von mir von heute. Einerseits mal eine kleine Entschuldigung, ich habe gestern in die Deli das falsche Datum eingeschmuggelt, mein kleines unbeabsichtigtes Osterei. Ja, auf der anderen Seite, wir hören uns morgen wieder und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.